Rainbow Six Siege, der Taktik-Shooter, ist schon eine Weile auf dem Markt, aber bekommt immer wieder Updates und ist vor allen Dingen inzwischen auch immer mal wieder im Sale zu haben und auch grundsätzlich recht günstig. Es gibt eine Starter-Edition, die man schon für 15 Euro kaufen kann. Also das ist doch Grund genug, uns das mal näher anzuschauen. Man hat hier Situationen, das sind Singleplayer-Missionen, die man spielen kann, hauptsächlich um sich auf den Multiplayer vorzubereiten. Dann gibt es den Multiplayer-Part, wo normalerweise 5 gegen 5 gespielt wird. Und die Terroristenjagd, das sind bis zu 5 Spieler gegen die KI. Wir fangen einfach mal mit so einer dieser Situationen an. So, dann starten wir doch einfach mal mit der Trainingsmission. Das ist doch bestimmt schon ein böser Bube, ja. Und es sind nur noch 8. Also wir sollen hier dieses Haus stürmen. Und ich muss mich jetzt ein bisschen umgewöhnen, weil ich eher jemand bin, der... Okay, das ist wahrscheinlich einer von uns. Der Spiele spielt, wo man... stürmt und nicht so sehr vorsichtig gibt. Bei Quake Champions zum Beispiel sollte man sich nicht allzu sehr verstecken oder so. Hier ist das definitiv anders. Aber bisher komme ich mit meiner Strategie noch ganz gut voran. Die da heißt, einfach mal gucken, was kommt. Schmeiß eine Granate. Also die KI ist natürlich noch nicht so schwer wie irgendwelche wirklichen Gegner. Aber es ist sicherlich sinnvoll, so ein Training zu machen, bevor man online gegen andere spielt, damit man überhaupt erstmal weiß, wie sich die Waffen anfühlen und wie sich die Steuerung anfühlt. Oh. Und ob man durchs Visier besser zielen sollte? Wahrscheinlich. Oh. Dass man sich von anderen überraschen lässt. Da ist noch einer. Oh, überhaupt nicht getroffen. Aber jetzt der letzte, das sehe ich ja hier. Online weiß man dann ja auch, dass es höchstens 5 sein können. Okay, das war so semi-geschickt, aber zumindest geschafft. Es gibt natürlich wie in jedem Spiel Erfahrungspunkte. Wir spielen einfach mal die nächste Situation. Jetzt sind wir auf einer Geiselbefreiungsmission hier. Das ist jetzt eine normale Karte, nicht so eine Trainingsmap mit irgendwelchen Pappwänden. Also da kann man die Grafik auch schon ein bisschen besser beurteilen. Und das Spiel ist von 2015. Aber auch dafür ist die Grafik jetzt nicht spektakulär. Es sieht in Ordnung aus. Kann man auf jeden Fall mit leben. Oh, und da ist auch schon der Erste. Ich weiß nicht, ob ich da schon irgendwas falsch gemacht habe. Vielleicht können wir einfach durch den Keller rein. Das ist doch clever, oder? Die Tür ist auch praktischerweise offen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Zumindest ein bisschen. Oh, hat schon nicht gut geklappt. Nicht gut gesehen. Also wir gehen jetzt doch Rambo-mäßig vor, wie ich das gewohnt bin. Ah, jetzt könnte man ja hier unten durchgucken oder so. Mal sehen, was 6 ist. Oh shit. Ah ne, das war irgendwas. Ah. Ich habe irgend so ein bewegliches Teil. Oh, der schießt auf mich. Hier sieht man mich mit meinem kleinen Handy. Und der Geiselnehmer hat offenbar entdeckt, dass ich hier mit meinem kleinen Ding hier rumfahre. Kann ich ihn anfahren? Ne, ich kann durch ihn durchfahren. Was mit dem Mädel hier? Oh, okay, offline. Wir probieren es nochmal mit diesem Ding hier. Ah, okay, interessant. Vielleicht kann ich das damit aktivieren jetzt. Mit mittlerer Maustaste auch. Ja, so geht's. Das heißt reinstürmen und töten. Ja, das war nicht allzu schwer. Okay, damit haben wir sie ergreifen, ist auch gut. Geisel gesichert. Geisel muss evakuiert werden. Geisel ergriffen. Feinde nähern sich. Ich soll sie noch begleiten, sie ist auch schon abgehauen. Und ich sollte aufpassen, ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Leben. Oh, und irgendjemand schießt auf mich. Der Sound ist gerade weg. Okay. Jemand ins Ohr geschossen wahrscheinlich. Okay, das war schon mal schlecht. So, jetzt wo ich es ungefähr verstanden habe, machen wir es einfach nochmal. Oh, Lenkrad, das ist schlecht. Ich hoffe, ich treffe. Ist er tot? Ist er tot? Nee. Jetzt habe ich schon ganz schön Leben gelassen. Oh, oh, oh. Oh, da ist noch einer. Da sind noch viele. Aber bisher überlebe ich. Ranbappen. Nachladen. Sicher und explodieren lassen. Und dann schießt man die Terroristen kaputt. Okay. Und
Dann sollte man noch sicher gehen, dass nicht noch andere Terroristen rumlaufen wahrscheinlich. Ergreifen. Wir sind für Sie da. Achso, sie ist neben mir. Halte ich sie irgendwie? Ich habe hier irgendwie zwei Hände. Ich schätze mal, dass ich sie im Arm halte oder so. Aber hier scheinen keine Gegner mehr zu sein. Oh doch, da finde ich. Das ist aber gemein, dass ich dann jetzt hier noch mit der Pistole... Okay, er hat mir wieder ans Ohr geschossen. Aber... Oh, da ist noch einer. Direkt bei den Polizeiautos. Das ist ja eine tolle Sicherung hier. Oh, so viele. Also es ist ein Spiel, bei dem man vorsichtig vorgehen muss. Wie ihr schon seht, liegt mir das nicht allzu sehr. Aber ich wollte das Spiel trotzdem mal ausprobieren, um zu gucken, wie das so ist. Und ich glaube, es ist schon gut gemacht. Es hat ja auch überall gute Bewertungen abgestaubt. Und vom Handling her, von der Spielmechanik, vom Handling der Waffen, von der Steuerung gefällt mir das auch alles gut. Nur, ich glaube, ich bin da nicht geduldig genug für. Da oben ist, glaube ich, einer. Das Spiel zeichnet sich auch dadurch aus, dass man viel kaputt machen kann. Hier Geländer sieht man ja auch sehr schön. Und Wände kann man zerstören. Da kommt auch einer. Ha. Ich muss mal checken, was passiert, wenn ich sie ergreife, gedrückt halten. Ja, sie ist irgendwie an mir dran. Aber ich kann auch die Eskorte beenden. Dann liegt sie hier und ich kann auch wieder meine normale Waffe nehmen. Ist wahrscheinlich zwischendurch mal ganz sinnvoll. Ah, da. Dafür hätte ich gerne Visier gehabt. Also ich kill die erstmal. So. Zum Beispiel. Dann geht das ganz gut. Ich glaube, das war's. Also hole ich die Geisel und nehme sie mit. Hoffen wir mal, dass da jetzt kein Terrorist mehr ist. Habe ich sie nicht? Ich dachte, ich hätte sie. Ist da immer noch? Komm mit. Wir sind für Sie da. Wir haben die Geisel. Sofort zum Evakuierungspunkt eskortieren. So, jetzt aber. Wir haben es geschafft. Müssen noch mal ein bisschen warten und dann ist die Mission auch geschafft. So, hier haben wir mal die Möglichkeit, eine Bombe zu entschärfen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Das erinnert doch so ein bisschen an Counter-Strike. Nur, dass man hier noch mal etwas cleverer vorgehen sollte. Ich weiß nicht, ob das clever ist, hier mal direkt das aufzusprengen. Ich mach's einfach mal. Auf jeden Fall ist da ein Gegner. Oh, und die nächste Tür ist auch direkt zu. Und hier ist Stacheldraht, das ist ja auch ziemlich gemein. Aber wir haben ja noch mehr von diesen Dingern. Oh, da kommt jemand. Na, die haben das gleich freundlicherweise auch aufgemacht. Mal sehen, was Stacheldraht mit uns macht. Ist unangenehm, aber tut nicht weh. Eine Etage höher. Hahaha. Okay, der hat uns nicht kommen sehen. Wir hätten ja auch mit dem Seil durchs Fenster gehen können, aber das wollte ich nicht. Ich denke, wir gehen nochmal hier durch. Da haben wir noch mehr von diesen Sprengladungen. Nachladen ist auch mal gut. Oh, fuck. Oh, nachladen. Scheiße, 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 scheiße. Ich dachte, ich hätte... Ist er tot? Ich glaube schon. Was ist denn hier für eine Disco? Ah, das ist ein kaputter Beamer. Ich verstehe es. Wir müssen immer noch die Bombe entschärfen. Und hier ist schon wieder eine Tür, die ich aufmachen muss. So langsam wird das eng mit den Sprengladungen. Oh, ich habe keine mehr. Ja, das ist blöd. Kann ich mich kaputt ballern? Ja, kann ich. Haha, sehr gut. Oh, da ist aber noch einer dahinter. Fuck! Jetzt gucken wir mal, ob wir eine andere Möglichkeit finden, um da reinzukommen. Oh, da ist auch mal schon jemand drin. Ah, wir sind auf jeden Fall richtig. Eindringen. Oh, das dauert auch mal ein bisschen. Aber schneller geht's nicht zur Bombe. Wir wollen die Bombe entschärfen. Dauert natürlich ein bisschen. Oh! Jetzt sollten wir noch verteidigen und auf jeden Fall nachladen. Ha, damit hat sie nicht gerechnet. 45 Sekunden noch. Besonders clever ist die KI definitiv nicht. Aber der Fokus des Spiels liegt ja auch auf dem Multiplayer. Und dann ist das ja auch egal. Es sei denn, man spielt mehr diesen Modus gegen Terroristen. Da kommen aber dafür
Es wird wiederum durch die Masse weggemacht. Da kommen jetzt noch ein paar. Oh, durch eine andere Tür. Das ist gemein. Ja, damit muss man in diesem Spiel eben auch immer rechnen, dass irgendwelche Wände eingebrochen werden. Noch 5 Sekunden, bis die Bombe entschärft ist. Oder hier zum Beispiel. Oh, krass. Der hat sogar ein Schild. Aber ich habe es so gerade geschafft. So, ich habe Bomben entschärft und Geiseln befreit. Ich fühle mich auf jeden Fall bereit für den Multiplayer, ist ja klar. Wir sind Team Blau und müssen Team Orange fertig machen. Wir nehmen einfach mal die Basisausrüstung. Es gibt eine Vorbereitungsphase. Ich bin offenbar in so einem kleinen fahrbaren Autochen. Okay, keine Ahnung, ich folge einfach mal den anderen Kollegen. Die haben den Feind ja offenbar irgendwie entdeckt. Einer von den Jungs hat das geschafft, die haben das sicher schon ein bisschen öfter gespielt. Vielleicht kann ich ja trotzdem als Feuerhilfe sinnvoll beitragen. Zumindest wenn ich hinter den Jungs bleibe, dürfte ich ja nicht allzu viele Dummheiten machen, auch als Anfänger. Einer ist da runtergefallen, der clevere Junge hier, Isaac. Ich gehe mal mit rein, mit hier. Speak English, I'm Bombastan. What the fuck, Molucke? English. Das reinforced the walls. Im Voice-Chat wird schon sich gegenseitig beleidigt, wie sich das gehört in einem Online-Spiel. Ist natürlich sinnvoll, dass Englisch gesprochen wird. Also man hat schon eine deutlich höhere Anspannung hier im Multiplayer als in den Trainingsmissionen, das ist ganz klar. Man muss immer den Leuten mit den bunten Waffen folgen, weil da weiß man, die haben das schon länger gespielt. Ah, der hat irgendeine Kamera jetzt kaputt geschossen oder so. Oh, krass! Wie ist das passiert? Ich war doch nur eine halbe Sekunde... Ja, okay. Ah, mit Explosives irgendwie, mit so einem Sprengstoff. Das ist natürlich fies, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe immerhin eine Eliminierung, mehr als alle anderen momentan. Aber ich bin eben auch tot und muss jetzt erstmal warten, bis die Runde zu Ende ist. Man hat eben nur ein Leben. Ich schätze, wir waren zu langsam. Aber wir können ja noch andere Waffen auswählen. Ich nehme mal die Schrotflinte, die finde ich irgendwie sympathisch. So, wir müssen die Geisel beschützen, jetzt, was die anderen wahrscheinlich eben machen mussten. Und alle laufen schon wild durch die Gegend. Bin mal gespannt, ob die Verteidigung besser läuft. Ich glaube, es sind ein paar Noobs im Team, nicht nur ich. Der Sound ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil des Spiels. Man muss natürlich wissen, von wo die Gegner kommen. Durch die ganzen Pappwände, die hier sind. So, da werden schon Tote gemeldet. Aus unserem Team, blöderweise. Also die scouten offenbar ganz gut. Oh, und da ist schon wieder so ein Ding. Kann man den kaputt machen? Gegen 4. Einer wurde ausgeschaltet von den Gegnern. Irgendwann müssen sie ja stürmen. Ich muss schon sagen, spannend ist es schon. Das sieht jetzt schlecht aus für die Gegner, 4 gegen 2. Mit meiner Waffe bin ich natürlich eher für kurze Distanz. Oh, zuständig, da kommt einer. 3 gegen 2, einer von uns ist gestorben. 15 Sekunden noch. Ja, ich habe einen gekillt. Oh, der hat mich gekillt. Was? Was? Im letzten Moment... Oh, ich glaube das ja nicht. Haben sie es doch noch geschafft. Die haben das mit dem Abwarten offenbar drauf. Geisel finden und sichern. Mal sehen, wie das funktioniert. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man bei dem Spiel wesentlich mehr Anspannung verspürt als bei dem üblichen Multiplayer-Shooter. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr aufregend, weil man nur ein Leben hat und dann ja auch den Rest der Zeit absetzen muss. Ah, fuck. Ah, ich bin noch nicht tot. Schaffst das schon? Ja, ich wurde wiederbelebt. Geile Nummer. Okay, man hat quasi nicht zwangsläufig nur ein Leben. Nicht, wenn man wiederbelebt wird. Aber der Typ da unten ist tot. Das ist schon mal gut. Ich habe 3 Kills. Einfach mal wild in die Wand ballern. Auch nicht schlecht. 3 gegen 2. Das heißt nur noch 2 Gegner. Aber wir wissen natürlich nicht, wie gut die sind. Eben haben die uns auch am Ende tot gemacht. 15 Sekunden übrig. 10 Sekunden. So, jetzt natürlich. Oh, fuck. Es bleiben noch. Was ist das denn für ein Teil? Mega Geschütz. Alles klar. Wir haben total verloren. Aber was soll's. Fürs erste Mal fand ich mich gar nicht so schlecht. Es hat auf jeden Fall irgendwie Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck von dem Spiel gewinnen und
jetzt beurteilen, ob das Spiel was für euch sein könnte oder nicht. Mir hat es ganz gut gefallen, besser als ich dachte. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Stratege, der sehr geduldig ist, aber auch so fand ich es auf jeden Fall cool. Aufregend ist es auf jeden Fall. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!